Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Wir haben jetzt eine Menge Theorie gehabt und ich glaube, jetzt wird Zeit, dass wir auch mal wieder ein bisschen was am Moped schrauben. Wir werden uns dazu heute mal einen Prototyp anschauen, und zwar von einer Kugellampe mit Öffnung für ein 48mm Tacho. Das ist natürlich immer so eine Geschmackssache, der eine mag es, der andere nicht. Ich finde es bei dem Moped hier eigentlich gar nicht so verkehrt, denn ich habe kein Drehzahlmesser dran und das sieht doch immer so ein bisschen asymmetrisch aus, oder? Wir beginnen am Tacho und ziehen das Kabel der Beleuchtung ab. Gegebenenfalls auch weitere Kabel von den Kontrollleuchten. Die meisten 48mm Tachos haben keine Kontrollleuchten, daher müssen wir die Kabel dann entfernen. Wir haben Glück, hier sind keine vorhanden. Die Tachowelle wird ebenfalls entfernt. Schaut dabei einmal auf die Welle. Sollte hier eine kleine Distanzscheibe verbaut sein, sichert sie, bevor sie euch wegfällt. Den Tacho entfernen wir mitsamt dem Halter. Verschließt hier dann wieder alles mit so einer Abdeckscheibe. Jetzt widmen wir uns dem Scheinwerfer und lösen die untere Befestigungsschraube. Der Lampeneinsatz wird abgenommen. Legt euch gerne einen Lappen auf das Schutzblech, um den Lack zu schonen, wenn ihr die Lampe dort ablegt. Die Kabelverbindungen sind hier mit Schrumpfschlauch isoliert. Diese müssen wir entfernen. Sind alle Kabel freigelegt, macht euch gerne ein Bild, um später die Kabel wieder an den richtigen Steckplatz zu stecken. Dann trennen wir alle Steckverbindungen und legen den Lampeneinsatz zur Seite. Die Kabel ziehen wir raus. Anschließend kann die alte Lampe abgeschraubt werden. Lass uns die beiden doch mal vergleichen. Wir sehen, dass die neue Lampe mit dem Tacho ein gutes Stück länger ist. Aber es fällt auch auf, dass die Oberfläche noch nicht so schön aussieht. Das liegt aber daran, dass es sich hier um einen Prototyp handelt. Aufgrund der längeren Bauform müssen wir aber auf die Halterung Acht geben. Das hier ist die kurze Halterung der S51. Damit wird es dann etwas zu knapp und ihr werdet die Lampe nicht richtig ausrichten können. Mit der längeren Halterung der S50 sollte es kein Problem sein. Achtet hier darauf, das richtige Zubehör mitzubestellen, damit die Lampe später auch gut passt. Dann bereiten wir die Lampe einmal vor und schrauben den Halter an. Schaut euch euren Tacho nochmal genauer an. Wir haben bei diesem eine extra Masseverbindung. Diese brauchen wir auch, da der Tacho keine direkte Masse mehr bekommt. Sollte das bei euch fehlen, müsst ihr kreativ eine Masse anbauen. Im Inneren wird der Tacho dann von so einer Hülle gehalten. So sollte sie nachher auf dem Tacho sitzen. Denkt dran, dass diese unterste Mutter am Tacho nicht gelöst werden darf. Wir schieben den Tacho dann ungefähr zur Hälfte ein und stecken die Hülse drüber. Richtet ihn aus und schraubt dann die zweite Mutter gegen ihn. So sollte es dann aussehen. An der Kabeldurchführung solltet ihr im Vorfeld diese Gummistopfen einbauen. Macht hier am Ende schon mal ein Loch rein. Später wird das sonst etwas fummelig. Die Kugellampe kann dann wieder angeschraubt werden. Die Tachowelle ziehen wir als nächstes runter, falls sie nicht schon von alleine runtergerutscht ist. Sie wird nun unter der Gabelführung entlanggelegt. Steckt sie durch das vordere Loch. Wenn ihr einen neuen Tacho habt oder im Vorfeld die kleine Scheibe von der Welle genommen habt, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sie wieder auf die Welle zu stecken. Verschraubt anschließend die Welle am Tacho. Als nächstes dürfen die Kabel wieder zurück in die Lampe. Diesmal brauchen wir aber eines mehr. Das Grau-Rote für die Tachobeleuchtung. Braun für die Masse. Falls vorhanden, Grau-Schwarz für das Standlicht. Gelb für das Abblendlicht. Und als letztes Weiß für das Fernlicht. Da wir noch gut an die Steckverbindung der Tachobeleuchtung kommen, fangen wir auch hier an. An dem weit nach unten stehenden Kontakt kommt das Grau-Rote für die Tachobeleuchtung. Für die Masse nehmen wir uns ein kleines Kabelende mit einem einfachen und einem doppelten Flachstecker. Den einfachen klemmen wir dann an die Masse. Den Doppelflachstecker verbinden wir dann mit der Masse der Beleuchtung. Jetzt schließen wir den Lampeneinsatz wieder an. Bei unserem H4-Scheinwerfer werden dann Schwarz und Grauschwarz zusammengesteckt, gefolgt von Gelb und Weiß für das Abblendlicht und Weiß und Blau für das Fernlicht. Die letzten drei Verbindungen müssen wir wieder isolieren. Es besteht hier sonst die Gefahr eines Kurzschlusses. Der Lampeneinsatz darf wieder eingebaut und verschraubt werden. Anschließend solltet ihr eine Funktionsprüfung durchführen. Der Umbau ist tatsächlich zügig gemacht. Und das Ganze sieht eigentlich auch ganz cool aus. Allerdings ist das ein Prototyp und das merkt man den Prototypen auch an. Hier passt es noch nicht ganz so hundertprozentig. Am Ende soll es die Lampe aber in einer GFK-Ausführung geben. Und ich glaube, da wird die Passgenauigkeit dann doch wesentlich besser sein.
Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Würdet ihr euch sowas anbauen? Wie findet ihr die Idee an sich überhaupt? Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.